Willkommen zurück hier bei Don't Starve Together. Wir sind wieder zu dritt am Start. Der gute Lato, der noch lebt. Ja, hallo, ich lebe immer. Ich bin voll böse und lebe. Aber einer, der lebt hier nicht und das ist der gute Valerius. Geister! Ja. Und in der dritten Folge, man muss sich mal überlegen, wir sind erst im siebten Tag und der ist schon tot. Opfer halt. Ich würde sagen, wir versuchen ihn aber irgendwie wieder zu beleben und da hat, glaube ich, Lato eine gute Idee. Genau, also wir brauchen, mal nachgesehen gehabt, wir brauchen ein verräterisches Herz, glaube ich. Wir sind ja, genau. Das Problem ist dabei, wir brauchen diese komischen Spinneneier oder Spinnendrüsen oder sonst was. Wir haben ein anderes Problem, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich habe nur noch 8% Essen. Also mein Magen ist... Ja, das war... Also... Würde ich sagen, Robo, du bist doch der Stärkste von uns im Moment. Ich bin immer der Stärkste, ja. Weil ich hab... Ich weiß nicht, wie viel Leben ich hab. Nicht viel. Deswegen würde ich quasi versuchen, Essen zu finden. Okay. Ne? Und du versuchst irgendwo, Spinnen zu finden. Spinnen zu finden. Ah, super. Habe ich ja die einfachste Aufgabe. Ah, okay. Ja. Lado, kommst du mit zu mir? Nee, ich komm mit. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe einen hungrigen Magen gerade. Okay, wie gesagt, Wo waren wir noch nicht? Meine Axt ist kaputt gegangen. Nein! Verdammte Axt. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Im wahrsten Sinne. Das ist doch dein Spruch eigentlich, Valerius. Eigentlich ja. Ich habe mir Folgendes überlegt eigentlich. Ich bin ja jetzt mittlerweile ein Geist. Ich kann eigentlich nichts machen. Oh, das ist aber schön. Aber das, ist ja wie vorher. Ich bin jetzt einfach der Geschichtenerzähler. Ja, ich folge dem Robo. Aber... Oh, guck mal. Okay. Oh nein, ich bin gleich tot. Ich hab null. Okay, warte, mir ist alles ringsherum rot. Ich hab Spinnen, Spinnen! Der kleine Robofox fand die Spinnen tief im Wald. Ah! Er rannte weg aus Angst und schrie. Guck mal, ich hab diese erste Spinne getötet, sagte er. Ja. Oh, warte, ich. Oh, Alter, also das Schwein greift an. Guck mal, das Schwein greift die Spinne an. Ja. Ich hab solche Seide gefunden. Ja, aber Seide brauchen wir nicht, ne? Achso, was brauche ich dann? Wir brauchen, so Drüsen sind das. Okay. So irgendwas anderes. Deswegen, also alle, töte weiter Spinnen. Ich hab nur Seide gefunden. Ich brauch was zu essen, ey. Robo hat den Spawner weggehauen. Oh, ich hab Monsterfleisch gefunden. Ist bestimmt eine gute Idee, das zu essen. Nee, ich glaub nicht. Nein! Zu spät. Er ist tot. Ich hab's gegessen. Hättest du das Jungs, nicht... Hättest du das nicht... Ich hab's doch gesagt. Hättest du das nicht wirklich 5 Sekunden eher sagen können? Du hast gesagt, oh, ich hab Monsterfleisch gefunden. So, dann fliegen wir mal... Problem okay, ist, dann esse ich halt hier ist auch eine Spinne. Selbst. Hier sind auch Spinnen. Verdammte Axt, wirklich. Das Problem ist, oh Mann, ich habe. Wo ist. Also wo seid ihr überhaupt? Ich bin noch unter dem. Siehst du mich, Valerius? Achso, du hast ja, gar nicht gefragt. Seid ihr nach oben gelaufen oder nach unten gelaufen? Wo bist du denn? Ich bin beim Lager. Beim Lager, dann kommen wir zum Lager. Okay, war nämlich das Lager? Nee, ihr habt doch da Spinnen gehabt. Ja. Ja. Ja, wo sind die denn? Ganz einfach nach oben. Einfach nach oben. Einfach nach oben. Ich glaube, wir sind falsch. Okay, vielleicht finde ich hier. Echt? Meinst du? Ich glaube, wir sind hier unten. Echt? Ich würde sagen, einfach nach unten. Okay, ich folge dir, mein Geisterfreund. Hallo. 71, boah, ich habe nur 49 Leben, ne? Ich kann nur einen beleben. Wenn ich voll das Leben habe. Stück für Stück. Mann, Jungs. Nee, wir sind falsche Robo. Ja, sind wir. Wir müssen hier irgendwo weiter rechts hin, denke ich. Hier sieht's gut aus. Guck mal, hier ist es. Also wir sind jetzt im Lager. Ja, ihr seid der Witzbolde, wirklich. Ja. Okay, dann komme ich ins Lager zurück. Es ist wieso gleich dunkel. Weil... Okay, also das machen wir dann einfach am nächsten Tag. Und ich mache mir jetzt meine Beeren, die ich jetzt gefunden habe, weil sonst verhungere ich. Ja. Und sehe sonst so schön aus wie ihr. Meine Frage, warum durfte ich das Fleisch nicht essen? Das ist vergiftet. Vergiftet. Weil Monsterfleisch nicht irgendwie bekömmlich ist. Das ist natürlich blöd. Jetzt frag mich aber bitte nicht, warum das so ist. Warum ist das so? Guck mal, ich bin die Rakete. Ihr seht ja heiß aus, wirklich. Wir können die Viecher verjagen für dich, wir sind deine Bodyguards. Oh,
Sehr schön. Aber an sich habe ich eigentlich kein Problem mit denen. Die sind cool. Achso. Stimmt, ja, du hast ja eine gute Sanity. Ah, dann kommt her, dann kommt der. Ich fresse ihn auf. So. Hab der ich kleine okay. Lato war ganz alleine im Wald. Hallo, klein bin ich. Guck mal, meine Hacken. Ein kleines Feuer und ein Skelett neben sich liegen. Ja, die Frage ist, wie kann ich diese blöden Vögel angreifen? Sein einziges Ziel war, endlich einen Vogel zu erlegen. Ja, wirklich. Und endlich wieder ordentlich zu essen. Doch das sollte nicht so einfach sein. Er sagte zu sich. Ja. Ich muss Hunger sagen. Erzähl ruhig. Ich vermisse meine Freunde so sehr. Besonders den großen, starken Robofuchs. Würde ich sagen, dachte er erst im ersten Moment. Okay, aber ich brauche noch Holz. Haben wir noch Holz? Haben wir noch Holz gehabt? Ja, bestimmt. Ich hoffe. Bestimmt. Zweige. Ich bin ja so ein bisschen stolz auf den Lato, muss ich sagen. Wieso? Was habe ich schon wieder gemacht? Das ist der Einzige, der hier noch lebt. Ich hätte auch gelebt, wenn ich nicht Monsterfleisch gegessen hätte. Lato, du musst dann, gleich, wenn der Tag 8 beginnt, gleich nach oben rennen, okay? Aye, aye, Captain. Wir folgen dir. Ich weiß, wo es lang geht. Oh Mann, das wird aber eine lange Odyssee, bis Lato uns beide wiederbelebt hat. Ich weiß ja nicht. Ja, wenn einer von euch lebt, dann könnt ihr mir gefälligst helfen, ne? Also, so, helfen. Ich glaube, es geht los hier. Ich wollte auch helfen. Ging nach hinten los. Verräterisches Herz ist das nämlich. Ich brauchte nämlich dann geschnittenes Gras und Spinnendrüse. Spinnendrüse? Schade, ich hab echt nur Seide gefunden. Bist du satt? Nee, ja, 89 von... Ach, das geht ja. Boah, hier ist ein übelstes Monster links, siehst du das? Oh, jetzt, komm, okay, los. Go. Go, go, go. Also, ihr sagt, wo lang? Ja, ja. Hoffentlich sterben wir nicht. Immer, immer hoch, wirklich. Folge mir. Oh, guck mal, hier brauchen wir es. Ich hab wirklich halt wirklich nicht viel Leben, ne? Weiter nach links, Lato. Weiter nach links, du bist zu weit rechts. Komm, du hältst dich am rechten Rand der Gesellschaft auf. Hallo? weiter nach rechts? Wo bin ich? Ja, weiter. Weiter nach links. So, aber jetzt so einfach straight nach oben wirklich. Sieht gut aus. Ich guck mal auf die Map. Okay. Wow. Voll die Gefahr. Oder hier. Hier ist ein Samen. Da so. Ist er. Guck mal hier. Kannst du ihn lüften. Ja. Und wenn du hier so rechts kommst, guck mal, hier ist noch Seide. Hinter dem Baum hier so. Leider ist der Spawner kaputt. Und links ist noch, guck mal, wenn du nach links kommst, hier ist noch mal eine gute Spinne. Irgendwo. Die war doch hier, oder? Ja, oder? Ja, hier irgendwo war noch eine eigentlich. Hab die doch erst gesehen gehabt. Und da hab ich gedacht, ah, hier, gucke, hier so nach links. Ah. Hier. Okay. Töte sie, da sind 3 Stück aber drin. Woher weißt du, dass da 3 Stück drin sind? Da sind immer 3, glaube ich, drin. Oh. Du schaffst es! Alter, wir müssen mal weggehen, sonst kriegt er auf uns mehr. Achso, stimmt, ja. Wir halten mal Abstand. Wir gucken dir zu. Greif an! Yeah! Komm, das schaffst du! Ja, du hast nur eins! Stirb! Seinen epischen Kampf abliefern. Oh, ich habe aber noch 14 Leben. Oh. Monsterfleisch, ja, das wird nichts, Jungs. Oh. Also nichts gegen euch, aber. Nee, du. Aber der. So. Gut! Yeah, Tag 8. Alle sind tot. 7 Tage überlebt. Welt wird zurückgesetzt in 113 Sekunden. Okay, dann setzen wir sie jetzt zurück. Okay. Awesome. Das ging ja echt gut, ey. Ey, wir haben aber jetzt ein bisschen Übung drin, ne? Okay, das ganze Ding ging los, weil der Valerius verrückt geworden ist. Genau, und weil ich nicht wusste, dass ich Holz fressen muss, um wieder normal zu werden. Oh, ey, wir können jetzt neue Charaktere nehmen. Ach. Ja. Na, aber ich nehme auf jeden Fall wieder trotzdem wieder meinen Woody. Ich glaube, ich bleib dabei auch. Der ist nämlich eigentlich willst du wirklich bei Woody bleiben, weil das ging ja bisher echt in die Hose. Ja, ich muss nur aufpassen. Ja, okay, also ich bleib der seelenlose Roboter. Das beschreibt mich am besten. Wollen wir, seid ihr schon drin? Ich habe auf los gedrückt, ja. Ich okay, dann klicke ich auch mal auf los. Auch. Sweet. Gut, dann sammelt man wieder Blumen. Dann hallo, willkommen in der ersten Folge bei Zone Star. Wir haben uns gedacht, nachdem wir hier in Rocket League Sunday uns... Oh Mann.
Also ich hätte auch nicht gedacht, dass wir in der dritten Folge schon alle tot sind. Nee, ich auch nicht. Okay, ich hol schon mal eine Axt. Blumen, ne? Sammeln, Blumen sammeln. Ja, ja. Ja, sammelt Blumen. Ich hack mal Holz. Und Essen brauchen wir. Oh, hier ist der Frosch. Der Frosch ist doch immer blöd, ne? Ja, ja, geht ja weg von dem Ding. Ja, ja. Der hat mir mein Buch geklaut und dann ist es verbrannt. Hier ist ein Skelett. Er hat mir mein Buch geklaut. Richtiger Nerd, du. Ja, der hat mein Buch geklaut. Du liest Bücher. Bist du dumm? Ja, nur weil ich lesen kann, ey. Und es wäre schön, wenn ich von irgendjemandem Holz bekommen würde, weil ich kann noch kein Holz abbauen. Geil, ich habe eine Du brauchst ja auch nicht. Du brauchst nur eine diese Stöckchen. Ich habe eine Grasrüstung gefunden. Was hast du gefunden? Eine Grasrüstung. Eine Grasrüstung? Wow. Ja, guck mich an. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich sammle gerade Blumen für dich. Du siehst ja aus wie Robinson Crusoe hier. Ja, ja. Lass mal sehen. So, wo ist denn hier nochmal... Was braucht man alles? 12. Was braucht man alles? 12. Hast du schon 12 Blumen? Nee, ich habe 7. Okay, also ich habe jetzt 5 mittlerweile. Also es passt ganz genau. Okay, ich habe noch 2. Siehst du, sind wir doch schon gut ausgestattet. Oh, da oben ist ein Skelett gewesen. Ah, da hattest du wahrscheinlich die Dingens her, ne? Richtig, genau, da habe ich das gefunden. Ach so, da war ein Skelett und das habt ihr gelootet. Genau, das habe ich gelootet, ja. Ganz cool. Du bist ja ein Fuchs. Ja, und das sagst du mir nicht? Das sagst du mir, dass ich ein Fuchs bin? Das ist aber eine Ehre. Und anscheinend hast du ja noch ein neben der Sanity und dem Leben und dem Hunger hast du ja anscheinend, Valerius, noch einen zusätzlichen, ne? Einen zusätzlichen... Müsstest du eigentlich... Was? Einen zusätzlichen Status anscheinend. Ja, ich habe so einen Holzmieter, genau. Ah. Genau. Und wenn der voll ist, dann wirst du verrückt anscheinend. Nee, wenn der leer ist. Wenn er leer ist, genau. Und wenn ich verrückt bin, dann muss ich ihn mit Holzfressen wieder auffüllen. Genau. So funktioniert das. Oh, ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Lager. Wo seid ihr hin? Ich habe keine Orientierung mehr, wo ihr seid. Ich bin immer noch am Anfang. Wo seid ihr langgelaufen? Okay, ich bin jetzt links lang. Links? Links neben dem Tor. Ja. Da habe ich eine gute Stelle gefunden, wo viel Essen gerade ist. Seid ihr noch dort an der Stelle? Also ich ja, ich sammle nämlich gerade das Essen. Also ich sehe euch gerade gar nicht. Oh, das ist scheiße. Oh, da ist ein Frosch. Verdammte Axt. Also ich bin jetzt beim Tor. Okay. Wo soll ich jetzt lang? Moment. Wir können auch uns am Tor nochmal treffen. Ja, okay. Weil hier sind Frösche, das ist blöd. Ah, da. Ah, wo die... Oh, hallo, yeah. Hallo. Juhu. Hallo, hallo. Oh, da ist ein Google. Ach, ich habe euch gesehen gerade. Ich habe euch gesehen. Hahaha. Brauchst du Blumen? Ich komm... Ja, ich bräuchte 2 Stück. Bitte schön. Ich habe noch 3. Ich habe ihm schon 5 gegeben. Sehr schön. Okay. Ich baue mir jetzt mal. Der Herr hat ihm schon gegeben. Ja. Hier, so. Den Rest kann ich euch geben. Ja, ich brauche ja so an sich keine. Achso, ja. Aber Robo. Oh, danke. Ich bin im Planet. Oh, 6 Stück? Ja, ich finde euch aber nicht. Na, wir sind am Tor. Wir sind am Tor direkt. Ihr seid unten bei dem kleinen Wirbelwurbel. Bei dem Wirbelwurbel. Wenn du das sagst, dann... wir bräuchten jetzt langsam Feuer. Und ich kann kein Feuer machen. Ach doch, gar nicht. Nein, ich kann nur eine Fackel machen. Mist. Okay, wieso kann ich denn keinen... Ich hab kein Holz. Das ist das Problem. Also ich hab Holz. Ich hab Holz. Ich kann's dir geben. Ich komm gleich. Oder du machst das Feuer. Ich weiß nicht, wie du willst. Okay, nee, hier. Ich mach's Feuer. Danke. Jetzt baue ich mir erstmal eine Axt. Ich hab übrigens Fleisch. Oh, Fleisch? Ja, der Herr hat Fleisch besorgt. Schön. Papa hat Fleisch besorgt. Papi. So, ich hab, wie viel Essen habt ihr? Ich hab ein bisschen was. Ich hab 7 Karotten oder so. Oh, sehr gut. Ich esse auch erstmal was. Das darf ich echt nicht vergessen. Hey. Ich glaube, wir dürfen nicht alle so nah beim Feuer stehen. Das ist immer ganz schön doof. Dann gebe ich euch hier das Zeug. Ja, das stimmt. Möchtest du nicht mit uns teilen? Ja, doch. Voll der Egomane. Nein. So, was mache ich denn hier rein? Machen wir mal ein paar Karotten. Ein paar Karotten, ja. Schön lecker Schmecker. Oh. Schönes Hackbällchen. Ach, man kann die Axt schon mit dem machen. Okay. Genau, du brauchst eigentlich für die Axt nur...
Ein Stein und ein Stöckchen. Okay, also ich kann jetzt, ich habe jetzt Spitzhacke. Oh, deine Gras. Detecting Valerius. Ich guck grad deine Grasrüstung an, die ist ja wunderschön. Ja, die ist echt schön, ne? Ja. Sieht wirklich aus wie ein bisschen wie so ein Robinson Crusoe. Ich versuche die Vögel. Ah, schade. Robo, du musst noch deinen Kranz machen. Ich brauch den nicht, ich hab da kein Problem mit. Ich glaube, er hat noch nicht genug Blumen auch. Ja, erstens habe ich noch nicht genug Blumen, aber ich glaube, ich brauche nicht so viel. Naja, okay. Aber wenn du noch Blumen hast. Also ich. Nee, ich hab nämlich. Ich hab gedacht, du hast genug, deswegen habe ich sie gefressen. Ich hatte Hunger. Ich hatte doch beim letzten Mal, hatte ich doch mal einen Vogel getroffen. Ja, aber irgendwie ist das ganz schön schwierig. Ja, die sind, ich glaube, da braucht man Glück. Die Viecher. Wenn man einen Bumerang machen kann, dann ein Boom, 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 Bumerang. Wie ein Boom, dann Boom, 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 Bumerang. Komm ich geht das besser? Ich versuche diesmal so wenig Holz zu hacken wie möglich. Könnt ihr mal nachfeuern? Ja. Warte, was kann ich hier machen? Ja. Ah, super, ist schnell jetzt wieder. Belate, wir gehen dann zu deiner Stelle, wo du gesagt hast, okay? Da sind aber Frösche. Oh, dann ist das blöd. Da möchte ich nicht hin. Aber die greifen noch nicht automatisch an. Wo geht man hin? Wir können ja mal uns kurz beratschlagen. Also wir können mal da links, das ist quasi links da unten. Ah, das ist nämlich, weil das sind 1, 2, 3, 4, 5. 5 Büsche gewesen mit Bären. Oh. Ah. Wir müssen nochmal Holz hier holen, am besten. Okay, Vorsicht, ist Nacht. Ja. Oh, Lato ist aber mutig. Lato ist echt mutig. Ja, habt ihr noch Holz? Nee. Es reicht doch noch. Ich habe noch 2 Holz. Okay, dann passt es. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen Holz. Alles gut. Sehr gut. Guck mal, die Nacht ist kurz. Eben, wir sind gut vorbereitet. Diesmal schaffen wir es. Diesmal? 8 Tage. Chaka! Lang. Was schaffen wir? 8 Tage ist unser Ziel? Nee, Ziel ist 10. 10. Oh. Oh Gott, nein. Ich will länger überleben. Na, werd nie zu übermütig hier. Koch nebenbei nochmal was, ja. Ey, diese Axt, die mit mir quatscht, die ist echt übel. So, ich hab nochmal angeheizt hier. Sehr schön. Jetzt müssen wir jetzt und auf die Plätze. Fertig. Fertig. Oh. Erkennst du das? Los, weiter. Eine Zierfährte war das. Ja. Ah, ja. Und blau. Oh nein, blaue Pilze. Aber hier sind so coole Dinge. Und das, halt mal, wo wollen wir nun hin? Ah, hier. Ja, warte mal, ich will zu diesen komischen Bärenzeugs da. Bärenzeugs? Okay, ich komme. Hier sind Blumen. Ja. Oh, hier sind Bärensträucher. Sweet. Sweet. Ja, das ist. Oh, jetzt klaut er mir die Blumen, obwohl ich die warte, brauche. Hier, warte, ich gebe sie dir. Ja. So ein Egoist, okay, ja. Also wir könnten versuchen, dort ein Lager aufzubauen, wenn ihr wollt. Wo? Weil da sind wo wir eben gerade waren, also, die Bären. Hier so vielleicht, oder? Wo ich jetzt stehe? Stimmt, hier sind genau. drei Büsche, 4 Büsche in unmittelbarer Umgebung. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Ganz nice. Hier. Hier ist noch eine Blume hier oben. Oh, die hole ich mir. Und da auch noch. Oh, noch eine. So. Und hier ist ein Stein. Stein, ich baue den Stein ab, dann kann ich das große Lagerfeuer machen. Yeah. Oh, sehr gut. Perfekt. Ich hocke mal Holz. Ja, also Holz brauchen wir, weil das mache ich derzeit nicht. Ich bin für die Steine zuständig. Und ich bin für Essen zuständig. Du bist einfach nur schön. Oh. Oh. Das ist aber nett. So. Ich nehme nur das mal. Okay, dann. Nee. Ach, wenn man Blumen pflückt, dann steigt auch die Sanity, glaube ich. Oh, ich das kann mehr. Sein, dass ich hier das macht dich glücklich für mich. Ja. Aber mein Lockmeter sinkt so oder so. Oh, hier ist ein Schwein hier rechts unten. Vorsicht. Ja, aber die, wenn wir denen später Essen geben, dann werden die unsere Verbündeten. Ah. Ich finde keine Steine mehr, also, das war nur der eine da. Okay, ich habe noch 2. Wie viel brauchst du denn noch? Steine? Ja, Steine. Ich glaube, wir brauchen ganz schön viel. Okay, warte mal, dann suche ich mal. Vielleicht mache ich eine Spitzhacke noch. Okay. Ey, guck mal! Oh, Robert, ich hab einen Hasen getötet! Oh, sehr gut! Ey, du bist voll der. Boah, ich bin so ein Killer. Voll der Killer, Killermaschine.
Ich hab vegetarische Sachen. Ich hab einen Pilz gefunden. Oh, ist aber auch. Oh, den esse ich. Ich hab auch noch einen Pilz, den esse ich mal. Also vergiss nie immer zu essen, ne? Ja, das stimmt. Stirb! Stirb! Hase! Stirb! So, darauf müssen wir echt mittlerweile achten. Stirb! Ah, stirb! Mist. Komm, ich helfe euch! Nee, das kriegen wir nicht. Klar. Oh, hier sind Steine. Hier sind Steine. Ja, aber ich will mal eine. Ach, du hast schon eine Spitzhacke dir erstellt. Ja, noch. Da ist nochmal Steine. Alter, das kann doch nicht so schnell sein. Ach, gut, das rennt weg, ist egal. It's a rock. It's a rock, danke. Wolltest du mit der Axt spalten? Ja, ich wollte es mit der Axt machen, ja. Du wolltest mit der Axt machen? Ja, ich wollte es. Wow. Das hört sich ein bisschen falsch vielleicht an. Hat einer eigentlich Zeit im Auge? Oh. Ja, alles kein Problem. Alles Roger hier. Ich hatte nämlich nicht im Auge. Achso, meinst du Zeit der Folge? Ah. Ja, Zeit der Folge ist schon vorbei. Achso. Wollen wir ins Lager gehen? Es wird langsam auch dunkel. Oder wollen wir jetzt einfach kurz? Vielleicht können wir ans Lager gehen. Da das Lager bauen und uns dann verabschieden genau. Und dann weitermachen. Ich denke, genau. Genau, wir gehen einfach dorthin, wo die Bären sind, ne? Das war aber noch relativ weit oben, oder? Naja, genau, wir müssen hier ein bisschen weiter rechts. Guck mal, hier links geht's auch noch rüber. Oh, da sind Steine. Naja. Naja, aber ach, gleich, ganz ruhig. Also wenn wir hier, glaube ich, in unser Lager aufschlagen, sind wir gut bedient, ne? Wolltest du das Campfire machen? Ja. Ey, das brauchst du. Hast du noch? Ich brauche dazu aber noch Steine, 4 Stück. Ich habe welche. Warte mal. Hier. Nehmen wir das. Und ein Holz. Und ein Holz jetzt nur. Ein Holz noch? Ja. Dann bin ich. Hier, sammel mal ein. Nice, my friend. So. Ich weiß übrigens jetzt, dass ich. Scheiße, ich brauche noch drei Steine. Du hast mir Feuersteine gegeben. Warte. Ach, Mist. Da. Jetzt habe ich auf dem Feuerstein. Und. Tada! Es ist vollbracht. Sehr gut. Der Anfang. Wuhu! Vom zweiten Teil. Ach, Mann. Aber das kriegen wir schon hin, denke ich. Also, ich glaube, diesmal läuft es besser als beim letzten Mal. Und ja, ich würde einfach mal uns schnell verabschieden hier von der Folge. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge bei Don't Starve Together. Ciao! Macht's gut, ciao! Bis dann!